Nachgefragt. Dein täglicher Videopodcast zu Corona. Wir haben klasse Soldatinnen und Soldaten, die engagiert und oftmals bis an die Belastungsgrenze heran ihren Dienst leisten. Und das Seite an Seite mit den eigentlich verantwortlichen Mitarbeitern und Mitarbeitern in Organisationen. Wir unterstützen da, wo unsere Hilfe für den Antragsteller sinnvoll ist und wo immer es rechtlich machbar ist. Und das auch in den kommenden schwierigen Monaten dieses Winters, flexibel, jederzeit und auch deutschlandweit. Ich bin Armin Schaus, ich bin Oberst, Abteilungsleiter Einsatz im Kommando Territoriale Aufklärung der Bundeswehr und ich koordiniere die Amtshilfe der Bundeswehr zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Ja, die Bundeswehr unterstützt im Rahmen der Amtshilfe die Behörden von Bund und Ländern als gemeinsame Aktion im Kampf gegen Corona. Und Amtshilfe, vielleicht mal vorab, ist wie eine Nachbarschaftshilfe unter Behörden zu verstehen. Wir haben dazu rund 16.000 Kräfte, die bereitstehen, in ganz Deutschland in unterschiedlichen Bereitungsraten auch schnell Unterstützung zu leisten, sodass wir dann in der Regel von einem zum anderen Tag auf Antrag unterstützen können. Die Bereiche, wo wir unterstützen, ist ganz unterschiedlich. Zu Beginn der Pandemie, so im Februar, März, war das so, dass viel Sanitätspersonal, persönliche Schutzausstattung, medizinische Kapazitäten oder auch Liegenschaftsmaterial, zum Beispiel zur Ausstattung von Behelfskrankenhäusern, angefordert worden ist. Später waren es dann die Einlagerung von persönlicher Schutzausstattung, als die Lieferketten zum Beispiel aus China wieder da waren. Dort haben wir wirklich in großen Mengen Paletten mit Schutzausstattung und auch mit Desinfektionsmitteln eingelagert. Wir haben auch das Fehlen von Desinfektionsmitteln überbrückt, indem wir eigenes hergestellt haben durch unsere ABC-Abwehrtruppe, die in der Lage war, tatsächlich ein zugelassenes Desinfektionsmittel herzustellen, bis die Industrie das dann selber übernommen hatte. Und im Laufe der Zeit ging es dann auch los, wo wir große Kräftekontingente eingesetzt haben. Wir nennen die helfende Hände, die dort dann mit einer kurzen Einweisung durch den Antragsteller zum Beispiel in Alten- und Pflegeheime eingesetzt sind, in Krankenhäusern, was übrigens jetzt auch wieder in der zweiten Welle deutlich hoch schießt. Wir waren bei Reiserückkehrern dabei, die Testung von Reiserückkehrern aus Risikogebieten. Und hier konnte man auch die Unterstützung der Blaulichtorganisationen an vielen Autobahnen, Raststätten, an Flughäfen, Bahnhöfen und auch Omnibusbahnhöfen gesehen. Der Schwerpunkt aktuell ist die Nachverfolgung von Infektionsketten. Dort sind wir in der Masse der Gesundheitsämter im Rahmen der Amtshilfe eingesetzt, um dann Verdachtsfälle telefonisch abzutelefonieren und dann versuchen, gemeinsam mit den Mitarbeitern der Gesundheitsämter die Infektionsketten dann zu unterbrechen, um entsprechende Maßnahmen dann auch wirksam zu machen. Das ist sehr personalintensiv. Wir haben einzelne Gesundheitsämter, die eigentlich in der Lage waren, wenige hundert Anrufe pro Tag zu tätigen. Das sind jetzt mehrere tausend, sodass wir dann die Kapazität deutlich erhöhen können und dann auch wirklich zur Entlastung des Personals der Gesundheitsämter mitzuarbeiten, die mit großen Teilen auch an ihrer Belastungsgrenze und darüber hinaus arbeiten, auch 7 Tage in der Woche, um hier dann auch zu unterstützen. Zusätzlich zur Amtshilfe muss man nochmal ergänzen, dass wir natürlich auch mit unserem Sanitätsdienst der Bundeswehr aktiv bei der Bekämpfung unterstützen, weil die Bundeswehrkrankenhäuser, die deutschlandweit auch vorhanden sind, in das zivile Gesundheitssystem komplett eingebunden sind und auch rund 80% ihrer Kapazitäten für zivile Patienten bereitstellen. Und das restliche Personal des Sanitätsdienstes, was verfügbar ist, das geht auch in die Einsätze zum Beispiel für Krankenhäuser, für Pflegeeinrichtungen und dann auch pflegerische Tätigkeiten zu übernehmen in Krankenhäusern, wo wir auch mit einer Großzahl mittlerweile drin sind. Ja, wir haben jetzt rund 7.000 Soldaten im Einsatz insgesamt, bundesweit in vielen verschiedenen Amtshilfeanträgen. Also insgesamt laufen 475 Einzelmaßnahmen, also von Unterstützung eines Gesundheitsamtes bis hin zu den vorhin beschriebenen Tätigkeiten. Wir haben insgesamt 16.000 Soldaten, die bereitstehen. Also es sind noch etliche in der Reserve, die noch eingesetzt werden können. Und wir werden natürlich, wenn die Kräfte knapp werden, versuchen, auch wieder Kräfte noch nachzugewinnen, um dort dann auch die Amtshilfe durchführen zu können. Das haben wir auch schon seit Beginn der Pandemie gemacht. Die Kontingente in der ersten Infektionswelle waren in der Verfügung.
Dort waren rund 1000 Soldatinnen und Soldaten eingesetzt. Das ging im Sommer natürlich runter. Dann kann man die wieder in den normalen Ausbildungsbetrieb dann entlassen. Und jetzt in der zweiten Welle sind die Kräfte wieder von anfangs 4000 auf 15000 erhöht worden. Letzte Woche sind nochmal 1000 generiert worden. Aber im Moment ist es so, dass wir Kräfte genug haben. Perspektivisch wird man das sehen müssen, wenn jetzt die Impfstrategie umgesetzt wird, wenn der Impfstoff da ist. Und dort 60 Verteilzentren in Deutschland, um die 1000 Impfzentren unterstützt werden müssen, wo wir sicherlich auch die eine oder andere Unterstützung im Rahmen der Amtshilfe machen, was dort an Personal gefordert wird, dann auch entsprechend bereitzustellen. Ja, also Amtshilfe dürfen wir nach den grundgesetzlichen Vorschriften nur subsidiär machen. Also wir halten nichts vor. Die Behörden, die um Unterstützung bitten, kommen mit ihr zur Auftragserfüllung mit ihren Mitteln nicht zurecht. Damit ist die Grundlage für Amtshilfe mal gestellt. Und eigentlich auch dann nur, nein, nicht eigentlich, also auch nur für den Zeitraum, wo die Behörde auch diese Unterstützung notwendig hat. Das ist in der Länge jetzt natürlich schwer zu qualifizieren. Letztendlich, wenn wir eine Quarantänezeit von vielen Mitarbeitern, die zum Beispiel aus einem Pflegeheim in Quarantäne sind, überbrücken sollen, dann sind es 2 Wochen. Es ist manchmal nur ein Tag, wo wir die Unterstützung leisten, aber teilweise auch über mehrere Monate. Wir haben also viel Infrastruktur in Deutschland für die Einlagerung von persönlicher Schutzausstattung und Desinfektion. Das sind Unterstützungsleistungen, die wir seit Monaten schon durchführen und auch noch Monate machen. Und entsprechend wird der Zeitbedarf dem Antragsteller oder dem Bedarf des Antragstellers dann angepasst. Erfahrungsgemäß sind natürlich diese Wetterereignisse relativ kurzfristig. Das sind wenige Tage bis wenige Wochen. Die Pandemie, die Flüchtlingshilfe, wie gesagt, über Monate oder auch Jahre, die dort dann Kräfte binden. Immer in unterschiedlicher Schüttelung, immer mit unterschiedlichen Aufträgen, immer mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die dort unterstützt werden. Also da müssen wir uns natürlich auf den Antragsteller einstellen und dessen Bedarf. Also das Ziel ist es, diese Hilfe dort ankommen zu lassen, wo der Antragsteller, die Behörde, die mit der Auftragserfüllung auch zu unterstützen.